So, ich habe mal den Kondensator jetzt so gebogen, dass die Federdrähte da eigentlich nicht mehr in Konflikt kommen können. So, was wir jetzt nicht mehr brauchen beim Zusammenbau, sind diese kleinen Nasen, die die einzelnen Lager früher runtergehalten haben. Die schneiden wir jetzt einfach weg. Weil sonst kippelt dieses Plastikteil. Jetzt bin ich wild. Es ist echt schwierig hier mit Kamera. Aber ich bin auch nur am Jammern, ne? Wie machen das bloß andere? Gut. Die Nasen sind weg. So. Steht hinten natürlich ein bisschen hoch hier wegen dem Federdruck vom Drehgestell. Ne? Das ist aber normal. So, beim Aufsetzen der Platine achten wir darauf, dass diese kleinen Bronzefedern genügend Vorspannung haben. Wenn ich jetzt die Platine runterdrücke, dass sie einrastet, dass hier diese Federn halt den Kontakt herstellen. So, könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Ich habe die jetzt auch beide ein bisschen gekürzt, dass sie sich nicht mehr in der Mitte treffen können, wie es vorher war. So, das muss man davon aber auch nicht übertreiben, weil dann haben wir zu viel Spannung auf der Platine und die biegt sich dann nur unnötig nach oben. Ich würde sagen, so ist das gut. So, eigentlich soll die ja hier einrasten. Macht sie aber nicht. Vorsicht, dicke Wurstfinger im Bild. So, man sieht hier die Seite steht so ein bisschen hoch, aber das ist alles im Toleranzbereich. Okay. Das würde ich sagen, ist jetzt soweit abgeschlossen. Was wir jetzt noch machen müssen, wir nehmen die Drehgestelle auseinander, weil die mittlere Achse muss noch ein bisschen angehoben werden, weil im Moment ist es so, dass die Achsen alle auf gleicher Höhe sind und wenn die Lok jetzt über einen kleinen Buckel fährt und sie liegt hier in der Mitte auf der nicht angetriebenen Achse auf, dann kommt sie halt nicht weiter. Wie wir das machen, zeige ich gleich. Ja, noch was ist hierbei zu beachten. Man sieht hier, dass dieses Blech von den Stromabnehmern geht genau bis in die Achsenbohrung rein. Und das auf beiden Seiten. Wenn jetzt die Achse hier ein bisschen einläuft in dem Plastikteil, kommt sie irgendwann, also es ist eigentlich schon sehr genau, irgendwann kommt die Achse dann mit auf beiden Seiten an die Kontaktbleche ran und schließt das Ding dann hier einfach mal kurz, ne? Dann steht die Lok auf dem Gleisen, man hat einen Kurzschluss und man weiß nicht, wo es herkommt. So, jetzt habe ich hier, um die Achse tiefer zu legen, habe ich eine Feile von der Firma Dick. Die ist genau 1,2 mm im Durchmesser. Und mit der Feile werde ich jetzt hier diese Achsen
Ausschnitte, die Halbkreise, werde ich jetzt ein bisschen tiefer feilen. So, dann feile ich auch noch ein bisschen schräger hier vorne an den Kontaktblechen, dass die dann auch gleich ein bisschen weiter zurück sitzen, dass da erstmal nichts passieren kann. So, also ein paar feine Striche reichen da. Man sieht ja, ich bin ungefähr so einen knappen halben Millimeter tiefer. Das reicht. So, das zweite Drehgestell nehme ich mal auseinander, wenn die Kamera läuft. Also wisst ihr ja sicherlich, man zieht den Stift an der Seite raus. Dann kann man das Drehgestell rausnehmen. Dieses Zahnrad liegt dann nur oben lose drin. Übrigens habe ich bei meiner Lok, musste ich hier diese Bohrung von dem Zahnrad verkleinern, weil das relativ, es war einfach zu viel Spiel. Jetzt hier bei dieser Lok würde ich sagen, passt das so. Also es ist ein ganz kleines bisschen Spiel, aber es muss auch. Das ist, glaube ich, nicht so viel, dass man das überarbeiten muss. So, kriegt man das Drehgestell auseinander. Da haben wir hier hinten so eine kleine Nase, die ist eingerastet. Und hier vorne gibt es dann die beiden Haken, die sind links und rechts. Da hängt dann das Drehgestell vorne so rüber. Also das heißt, man muss erst hier ausklipsen, dann kann man das so nach unten wegnehmen. Und natürlich aufpassen, dass uns jetzt nicht die Feder wegspringt, ne? Die Kupplungsfeder. Gehe ich mal hier mit der Pinzette rein. Kleiner Schraubenzieher. Ist auch nicht schlecht. So, jetzt ist das hier auf. Jetzt halte ich hier das Unterteil im Prinzip fest und drücke das Drehgestell nach unten raus. So. Hier nehmen wir mal gleich die Kupplung raus, dass wir die nicht verlieren. Feder, schön aufpassen. So. So. Die Achsen raus. Die unangetriebene Achse raus. Das kann ich jetzt hier nicht in dieser Position machen. Das deute ich jetzt nochmal an, dass ich das jetzt hier nachfeile. Ich mache mal kurz auf Pause. So wie ich das auf der anderen Seite auch gemacht habe. Hier ist auch ausgefeilt. Auch hier wieder die Kontaktbleche ein bisschen gekürzt, dass die keinen Kontakt zur Achse haben. So, einmal pusten. Ultraschall wäre auch okay. So viel habe ich da jetzt nicht an Schmutz produziert. So, dann bauen wir hier die Achsen wieder ein. Vielleicht nehmen wir die zum Schluss. Machen wir erstmal die. Da greife ich hier rüber, so dass die Kontaktfedern anliegen. Falsche Seite. Gut, passt. Ein bisschen weiter vorne anfassen, so. Okay. Gut. Schleifer sind alle dahinter. Ich muss aufpassen, dass ich hier mal im Kamerablickfeld bin. Ich habe mir die Kamera heute ein bisschen anders positioniert, ein bisschen höher gemacht, dass ich ein bisschen unten drunter durchgucken kann.
So, jetzt um die Kupplung wieder zu montieren. Vielleicht findet das jetzt jemand eklig. Aber ich nehme den Zapfen einmal ganz kurz auf die Zunge, so dass ich da ein bisschen Spucke dran habe. Dann klebt die Feder schön an dem Zapfen. Dann drücke ich die Feder unten so rein und stecke die Kupplung auf. So, jetzt kommt das, was ein bisschen wackelig ist, weil wir jetzt kein Gegengewicht haben. Wie machen wir das jetzt? Sind wir da vorne dahinter, also hinter den Haken. Und jetzt können wir das hier zuklipsen. Läuft. So, ich habe übrigens gesehen, bei den neueren Versionen der 132 gibt es hier oben noch an den Schleifern diese kleinen Dimpel. Gibt es hier bei der alten Variante noch nicht. Funktioniert aber trotzdem, weil durch die Schrägstellung reibt das Kontaktblech mit der Kante an der Fläche, ist dadurch also nur Punktberührung, das passt schon. So, jetzt kommt das Zahnrad hier wieder von oben rein. Dann stellen wir die Lok da drauf. Ich hätte gerne meine andere Pinzette, da ist sie. Dann bringen wir den Stift von der Seite ein. Fertig. So, was ich noch einfügen wollte, ich habe eine passende Schraube gefunden. Das ist die Märklin Bestellnummer 785550. Das ist übrigens M1,4. Mal 3. Das ist allerdings jetzt eine Schlitzschraube, aber das ist ja dann in diesem Falle egal. Passt jedenfalls. So, dann gibt es hier noch minimalst Mengen an Öl. Nicht zu viel. Es verteilt sich dann von alleine. So, jetzt haben wir hier mal den direkten Vergleich. Das ist meine erste Ludmilla gewesen, die modifizierte aus der Kalkzugpackung. Und das ist jetzt die aktuelle 132er. Und sie fahren ungefähr bei der gleichen Spannung an. Da ist jetzt kein großer Unterschied. Aber wenn ich ein bisschen mehr Spannung dazu gebe, sieht man, dass meine alte Lok eigentlich viel leichter fährt, viel weniger Strom braucht, um zu fahren. Der Unterschied ist dann nicht mehr ganz so gravierend, wenn beide gleichzeitig losfahren, also bei etwas höherer Spannung. Naja, aber dann doch eigentlich, ja, weiß auch nicht. Ich lasse jetzt mal beide Loks mit etwas höherer Spannung schlagartig anfahren. Tja.
So viel zu dem Vergleich. So, dann vergleichen wir nochmal unsere Gasglock mit der 132er. Also unser Problemkind läuft noch mal langsamer. So, und jetzt vergleichen wir noch mal diese beiden Loks. Sind ja eigentlich identisch. Tja. Unser Problemkind kommt kaum aus dem Knick. Der andere Lokführer ist schon duschen. Ja, so, nun könnte man ja auf den Schluss kommen, ja, das ist doch schön, dass die Lok so langsam fährt. Das wollen wir doch, wir wollen doch keine rasenden Loks. Aber das ist ja, sie fährt ja nur so langsam, weil sie sich halt so quält. Ich baue sie jetzt nochmal auseinander. Ich tausche mal Teile beider Loks. Ich gucke mal, was passiert, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, dass die Drehgestelle bei dieser recht schwer laufen. Keine Ahnung. Weitere Analysen werden folgen. Also wie gesagt, trotz aller Umbauten ist die Gastlok, das ist diese, läuft noch nicht so schön wie meine. Ganz einfach mal hier mal so einen Test mit dem Batteriefahrgerät. Es ist eine niedrige Spannung eingestellt. Und ja, der Motor knurpst so vor sich hin. Ich das bei meiner mache. Die läuft da schon richtig schön rund. Ohne zu murren. Nochmal die andere. Die von der Gastlok läuft auch ohne Drehgestelle genauso. Meine läuft ohne Drehgestelle ein bisschen schneller noch, leicht läufiger, ist aber eigentlich auch normal, weil die Drehgestelle ja auch ein bisschen Widerstand bieten. So. Jetzt mal weiter. Meine wie gehabt. Die auch wie gehabt. Gut. Dann werden wir jetzt mal den Motor ausbauen.
So, jetzt ist der Motor ganz alleine, ohne irgendwas. Tja, schwer zu beurteilen. Läuft besser. Tja, ich würde sagen, der Motor hört sich ganz anders an. Also das Gefühl ist irgendwie so das gleiche hier. Wenn ich einfach so an der Welle drehe, die Rastmomente. Also das ist jetzt nicht so, dass einer von beiden schwerläufiger geht. Manchmal drücken ja die Kohlebürsten zu doll. Aber das ist, würde ich sagen, so vom Anfassen her sind beide Motoren absolut gleich. Dieser vielleicht sogar noch ein bisschen schöner. Keine Ahnung. Tja, was tun? So, ich habe jetzt nochmal die Kohlebürsten rausgenommen. Mal ein bisschen flach gemacht, aber es ist kein großer Unterschied zu vorher. Der Motor läuft so ein bisschen unwuchtig. Man merkt das irgendwie so ganz deutlich in den Fingern, dass er so ein bisschen vibriert. Tja, ich gebe jetzt hier an dieser Stelle auf. Wir lassen das jetzt so. Der Besitzer muss sich dann damit arrangieren oder er besorgt sich einen neuen Motor und baut ihn ein. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
So, was ist das Fazit aus diesem Video? Es gibt Motoren, die laufen besser und es gibt Motoren, die laufen schlechter. Hier in meiner Lok habe ich einen Motor, der gut läuft. In dieser Lok ist leider ein Motor drin, der nicht so berauschend ist. Ich habe eine Lok gekriegt, die nicht gefahren ist. Jetzt fährt sie vernünftig und sicher. Ich hoffe, der Besitzer ist damit zufrieden. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst.